tolle Straßen in einer traumhaften Landschaft bei bestem Wetter. Da möchte man gar nicht daran denken, wie eine technische Panne einem alles vermiesen kann. Diese Gedanken musste sich der Hartmut leider machen. Auf Sardinien, denn dort stellte er fest, dass sein Lenker wackelt. Aber er konnte das Problem vor Ort lösen. Sein Glück. Und er hat mir die Informationen und Bilder dazu geschickt. Unser Glück. Willkommen bei Gary Oldwing. Hartmut hat das Problem auf Video festgehalten. Bei diesem Anblick und den Beschreibungen in seiner E-Mail fiel mir ein Beitrag von Traction Dynamics ein. Max McAllister zeigt darin Problemstellen an der Lenkung der SC79 auf. So habe die Befestigungsmutter eine geringere Anzahl an Gewindegängen gegenüber der Mutter bei der SC68. Problematischer wurde die Konstruktion der Lenkspindel erachtet, da es an dieser Stelle in einem dokumentierten Fall zu einem Bruch gekommen sei. Als mögliche Ursache für den Bruch käme ein Verzurren der Maschine am Lenker in Betracht. Das hatte Hartmut auf der Fähre nach Sardinien nicht gemacht. Am Lenker hatte er nur die Bremse fixiert. So war bei Hartmuts Maschine auch nichts gebrochen, es hatte sich nur die Mutter gelockert. Ein Problem, das sich ohne Ersatzteile auch im Urlaub lösen lässt. Dummerweise ist aber das mittlere Bedienfeld im Weg. Hartmut hat recherchiert und unter anderem ein Video von Wingstuff gefunden, in dem die Arbeitsschritte zum Lösen des Bedienfeldes im Zusammenhang mit dem Einbau einer Lenkererhöhung beschrieben werden. Zusammen mit Tipps, die er telefonisch bei Goldwing Fuchs bekam, konnte er zur Tat schreiten. Die benötigte 30er Stecknuss wurde beschafft und ein Drehmomentschlüssel für die maximal zulässigen 70 Newtonmeter Anzugsdrehmoment wurde durch gefühlvolles Vorgehen ersetzt. Weiterfahrt gerettet. Und das war gut so, denn Honda-Werkstätten sind auf Sardinien per Internet nur schwer zu finden. Meine weltbeste Sozia, eine wirklich gute Rechercheuse, konnte nur 2 Honda-Vertretungen entdecken. Bei einer davon allerdings mit Hinweis auf die Goldwing. Hartmut, vielen Dank für die Information. Das Werkzeug, um das Problem vor Ort zu lösen, hätte ich jetzt auch nicht dabei, aber allein das Wissen um die Lösung macht die Sache schon einfacher. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn mehr solche Tipps von euch kommen würden, damit ich sie verbreiten kann, denn davon haben wir ja alle was. Also weiterhin gute Fahrt, wenig Pannen und genießt die schöne Zeit mit dem Motorrad.